Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Ich bin gerade leider ein ganz klein wenig verwirrt. Das letzte Mal, wo ich das Spiel abgespeichert habe, war das doch nicht in der Hütte gewesen. Ah, genau, wir hatten, glaube ich, den Spielstand überprüft gehabt. Genau, kurz nachdem der uns den Taschendiebstahl beigebracht hat. Und danach sind wir in die Stadt gelaufen. Das war doch irgendwie so gewesen. Genau. Und wurden dann verhaftet. So war es gewesen. Tut mir leid, das ist schon drei, vier Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich tue hier immer im Voraus aufnehmen. Hallo, Peschek. Alles klar bei dir, Krause? Lass mal reden kurz. Viel Gesundheit. Dankeschön. Genau hier, der hat uns das letzte Mal den Diebstahl beigebracht. Und jetzt möchte ich trotzdem nochmal kurz schauen, was wir hier für... Wirklich ziemlich hungrig. Er ist hungrig, das wissen wir. Questlog. Ne, da war auch nichts wirklich gewesen. Wir können ja mal uns auf den Weg machen und versuchen, mit dem Herrn Ratzig zu sprechen, dem wir ja das Schwert schulden. Ja, würde ich doch vorschlagen, dass wir das machen. Ich will nur schnell was essen. Gucken wir doch mal. Wir haben ein bisschen Käse. So, sehr schön. Jetzt sind wir auch nicht mehr hungrig. Und ja, lass die Schnellreisefunktion benutzen. So. Mal gucken, ob wir so einfach bei denen ins Schloss reinkommen. Und ich bin allgemein gespannt, wie der auf das reagiert jetzt. Lassen die mich jetzt durch? Ja. Oh, ich... Hier war das letzte Mal der Typ, den wir beim Taschendiebstahl als Opfer ausgesucht haben und der uns aber erwischt hat. Und dann haben die Wachen uns verhaftet. Besser ist, dass wir das jetzt nochmal ein paar Meter vorher gestartet haben. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich wurde in Scarlets überfallen. Verzeiht, ich bin eilig. Ich möchte zu Herrn Ratzig. Ich wurde in Scarlets überfallen. Banditen überfielen mich in Scarlets. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlets schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Genau, also ich möchte zu Herrn Ratzig. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Ah, super. Lassen wir uns einfach rein. Bin ich jetzt echt mal gespannt, was der Herr Ratzig so sagt. Wow. Können wir da gerade auf... Nee, das geht jetzt nicht. Schade, ich dachte, wir können da jetzt einfach drauf aufsteigen. Gucken wir uns mal kurz waschen vorher. Bevor wir vor dem Lord treten, dass wir auch nicht so müffeln. Müssen wir oben oder unten rein? Ey, ich dachte gerade, der hat den Hut auf. Aber das ist nur die Lampe gewesen. Oben oder unten? Wir gehen mal unten rein. Ah ne, Schloss knacken. Das machen wir nicht gerade neben der Wache. Das würde nicht so gut kommen. Hä? Wieso? Ernst jetzt? Wieso komm... Wieso... Was tust du da? Ich komme die Treppe nicht hoch. Was ist denn jetzt los? Hä? Wartet mal. Mal mit Anlauf. Aua, mit Anlauf ist es gegangen. Ich wette, mein Helm ist hier oben angestoßen oder irgend so ein Scheiß. Aua, okay. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Wächter, stehlen. Ja, sicher, ich stehe genau vor dem und bestehle den. Okay. Sehr luxuriöses Kackklo. Ohne Tür auch noch.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Lordschaft dort sitzt und sich erleichtert. Ist hier Herr Ratzig? Nee. Wo ist denn der? Hier ist der auch nicht. Gucken wir mal hier. Ja, wir können wieder Schloss knacken. Ich glaube, der ist über uns eher. Da können wir auch wieder Schloss knacken. Ich glaube, die Treppen, die haben noch irgendein Problem. Hey, jetzt schon wieder? Als ob ich da keine Treppen hochgehen könnte. Komm schon. Hallo? Wir reden hier von ein paar Treppenstufen. Unglaublich. Okay. Ich hoffe, hier sind wir richtig. Ah, sehr schön. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch!
Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Scarlitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Sehr schön, meine Leute. Ein etwas längeres Gespräch. Jetzt war ich fast 10 Minuten lang weg gewesen. Aber ja, richtig coole Sachen sind schon wieder, haben sich wieder entlüftet, möchte man sagen. Wir dürfen jetzt in den Diensten des Herrn Ratzigs treten. Und werden endlich ausgebildet im Schwertkampf. Und schauen wir doch mal unsere Aufträge schnell an, was wir hier haben. Questlog. Ohne Fleiß, kein Preis, war das da gewesen? Herrn Ratzig wünscht, dass ich mich von seinem Hauptmann Herrn Bernhard im Kampf unterweisen lasse. Er gilt als unwirsch und ich bin mir nicht sicher, ob er darüber glücklich sein wird, dass Herrn Ratzig mich, den Sohn eines einfachen Schmieds, in seine Dienste nimmt. Begib dich auf den Hauptübungsplatz und sprich mit Herrn Bernhard. Bernhard, sehr schön. Also wir haben einen Ausbildner, mit dem müssen wir jetzt reden. Und jetzt bin ich halt echt mal gespannt, was der, wie der uns ausbilden wird. Da bin ich also wirklich... Wo müssen wir denn hin? Ist das hier oben? Bring den Ring zum Müller in... Ja, den, wir haben ja noch einen Auftrag, sehe ich gerade. Und hier oben ist der Übungsplatz, oder? Begib dich zum Übungsplatz. Ja, das machen wir. Wir gehen zum Übungsplatz. Ja,
Und mir ist aufgefallen, vielleicht ist euch das auch ausgefallen, der Herrn Bernhard, wie heißt der? Ich muss mal schnell nachgucken. Bernhard, ja, der Herr Bernhard, der Hauptmann Bernhard, der hat für mich, meines Erachtens her, genau dieselbe Synchronstimme wie Liam Neeson, glaube ich, genau. So, sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon, genau, da hoch müssen wir. Die Zeit, Leute, die Zeit rennt uns aber auch schon leider schon davon. Wir sind jetzt schon wieder bei 16 Minuten, gleich 17. Wir werden uns noch auf dem Weg zusammen nach da oben begeben und dann werde ich den Part auch leider schon wieder beenden müssen. Aber keine Sorge, Leute, morgen kommt schon wieder der nächste Part. Macht euch da keinen Kopf. Und ich werde gerade im Anschluss hier den Part auch schon aufnehmen, dass der auf jeden Fall auch sicher dann morgen, wenn ihr diesen Teil guckt, morgen dann auch online sein wird. Wieder um 12. Also Kingdom Come Deliverance kommt ja immer um 12 am Mittag. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, für diejenigen, die jetzt vielleicht neu bei mir hier auf dem Kanal sind, würde ich mich über ein Abo freuen. Dann werdet ihr auch sicher nicht und irgendwelche Videos von mir verpassen. Und bewertet zurück auch dieses Video, weil ja, ich sehe einfach gerne, wenn ich sehe, dass die Videos gut ankommen. Und aus dem Grund wäre es wirklich schön, wenn ihr da ein wenig mich unterstützen würdet. Genau. So, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon gleich da. Das ist, glaube ich, gerade hinter dem Tor. Dann würde ich fast sagen, dass ich mich jetzt hier verabschiede, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, auch wenn ihr nicht viel von mir jetzt gerade in dem Part gesehen habt. Aber ist ja auch nicht gerade so schlimm, ne? Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal, euer Nier und ciao!